Hi, meine Lieben! Ich winke mal ganz vorsichtig, auch wenn ich es nicht mehr darf. Ja, ich freue mich, euch wiederzusehen. Total toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in dieser Woche ein wunderschönes Jugendbuch gefunden und das würden wir euch gerne vorstellen und das machen wir auch jetzt. Und es handelt sich hierbei um dieses wunderhübsche, schöne Buch. Ist im Ravensburger Verlag erschienen. Ravensburger kennt ihr vielleicht von den Puzzeln. Das Buch ist am 10. Januar diesen Jahres erschienen, also 2020. Für alle, die das Video vielleicht erst 2021 gucken und sich dann ärgern, dass sie dann auch erst auf den Kanal aufmerksam geworden sind. Ja, von Gina Meyer geschrieben. Ist wohl eine Bestseller-Autorin schon. Das Buch heißt Das Internat der bösen Tiere. Ja, das ist ein Buch. Und ich glaube, es ist ein Buch. Denn wir sind hier, die Buch. Und ja, wir sprechen daraus. Das ist ein Buch. Und das ist auch ein sehr, sehr offenes Ende. Definitiv. Das ist ein Buch. 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 Es geht um Noel. Noel ist, wohnt eigentlich bei seiner Tante, die ihn adoptiert hat, nachdem seine Mutter ihn einfach abgegeben hat dort. Und ist dann einfach auf Nimmerwiedersehen spurlos verschwunden. Niemand weiß, wo sie hin ist und ob sie jemals wieder auftaucht. Ja, und die gute Tante von Noel, die hat so ein bisschen Probleme auch mit ihm. Denn, ja, er baut ziemlich viel Mist. Und ist nicht ganz einfach zu handeln. Und dementsprechend hat er auch schon ein paar Verwarnungen in der Schule bekommen. Und wenn er eben noch eine Verwarnung in der Schule bekommt, dann sieht es schlecht für ihn aus. Ja, gut. Da könnten wir jetzt eigentlich kurz ansetzen. Das machen wir auch, indem ich euch den ersten Teil quasi vorlese, also einen Teil des ersten Kapitels. Es gibt natürlich auch wieder einen Prolog, ist aber relativ nichtssagend. Also der Prolog, den fand ich nicht so toll. Wir starten deshalb einfach mit dem ersten Kapitel und es sind auch immer wieder Illustrationen eben in diesen Büchern, sieht man hier oben über Kapitel 1 die Eule oder die halbe Eule, es fehlt ja der Kopf. Dort kann man eben sehen, wie sie auf einem Ast sitzt. Es gibt immer wieder kleinere Illustrationen hier drin, vorwiegend halt über den Kapiteln, über den Nummern der Kapitel. Beim zweiten ist komischerweise wieder die Eule, beim dritten auch. Gut. Sehr kreativ gewesen. Nein, alles klar. Wir starten einfach mal mit einem Teil des ersten Kapitels. Gut. Siehst du da drüben? Bens Stimme war so leise, dass Noel ihn kaum verstand. Das Fenster neben dem Lehrerzimmer ist auf. Die Luschen haben nicht gemerkt, dass wir es geöffnet haben. Und? Fragte Noel. Was bringt uns das jetzt? Ben boxte ihn mit dem Ellbogen in die Seite. Mann, ey, wir können da einsteigen. »Wieso sollten wir das machen?«, fragte Noel. »Reicht doch, dass wir tagsüber in der Schule abhängen. Ich muss doch auch noch nachts rein.« »Alter, denk doch mal nach. Wir gehen ins Lehrerzimmer. Das Türschloss ist kein Problem. Das kriege ich geknackt. Nächste Woche schreiben wir Mathe und Physik. Vielleicht finden wir die Aufgabenzettel. Oder noch besser, die Lösungen.« »Vergiss es«, sagte Noel. »Ich habe schon eine Verwarnung. Wenn die uns erwischen, fliege ich von der Schule.« »Wer soll uns denn erwischen?« Ben breitete die Arme aus und drehte sich einmal um die eigene Achse. »Die Schule ist leer, da ist niemand. Und wenn einer kommt, hauen wir einfach ab.« Noel schüttelte den Kopf. »Ich nicht.« »Komm schon«, sagte Ben. »Ich stehe in Mathe und Physik auf 5. Wenn wir die Arbeiten finden, rettet mir das den Arsch.« Bevor Noel etwas entgegnen konnte, fiel plötzlich ein kleiner Ball vom Himmel und landete direkt vor seinen Füßen. Unwillkürlich bückte er sich danach, hob ihn auf und betrachtete ihn im Licht der Laterne, die am Rand des Schulhofs stand. Es war ein Wollball, grau und weich. Aber aus dem zarten Gewebe ragte etwas Hartes, Weißes. Nell zog daran und löste einen kleinen Knochen heraus. Irritiert musterte er ihn. Und dann sah er den langen, dünnen Mäuseschwanz, der ebenfalls aus dem Gewölle hing. »Was ist das denn, Ekelhaftes?« fragte Ben. Noel ließ das Knäuel fallen und starrte nach oben in die Dunkelheit, aus der der Ball gekommen war. Er zuckte erschrocken zusammen, als er die gelben Augen sah. Auf der Regenrinne der Schule
saß ein großer Vogel und starrte zu Noelle herab. Trotz der schlechten Beleuchtung erkannte Noelle ihn sofort wieder. Der spitze, gebogene Schnabel, die Federohren, die vom Kopf abstanden, das runde Gesicht. Kein Zweifel, es war die Eule aus dem Skilager. Der Vogel hatte den haarigen Ball zu ihm heruntergeworfen. Ein Gewölle aus Federn, Fell und Knochen, das er aus seinem Magen hervorgewirkt hatte. Die gelben Augen schienen Noel zu durchbohren. Er hätte gern den Kopf gesenkt, aber er schaffte es nicht, den Blick von dem Vogel abzuwenden. Und plötzlich hatte er die Stimme wieder im Kopf. »Noel«, krächzte sie. Der Vogel hatte seinen Schnabel nicht bewegt. Dennoch war sich Noel ganz sicher, dass es seine Stimme war. »Hau ab«, sagte er leise. »Hä?«, fragte Ben. »Nicht du«, sagte Noel. »Ist da was?« Ben schaute jetzt ebenfalls nach oben, aber er stand direkt unter der Dachrinne. Er konnte den Vogel nicht sehen. »Nichts«, Noel nahm seine ganze Willenskraft zusammen und riss den Blick von der Eule los. »Es ist soweit, Noel«, flüsterte die Stimme. »Was ist jetzt?« erkundigte sich Ben gleichzeitig. »Ich weiß nicht«, entgegnete Noel. Auch wenn er nicht nach oben sah, spürte er den messerscharfen Blick der Eule. »Aber ich«, sagte Ben, »ohne dich schaffe ich das nicht. Du musst mir helfen. Ich habe auch was gut bei dir.« »Es geht in wenigen Tagen los«, flüsterte die Stimme. »Halt dich bereit!« Was zum Teufel sollte das? Diesmal sprach Noel die Frage nicht aus. Er wollte nichts mehr hören. Am liebsten hätte er sich die Ohren zugehalten, aber das war sinnlos. Die Stimme war ja in seinem Kopf. »Geh jetzt nach Hause, Noel«, raunte die Stimme. »Lass mich in Ruhe«, dachte Noel. »Verschwinde endlich!« Er hob einen großen Kiesel vom Boden auf und schleuderte ihn in Richtung Dach. Der Stein knallte gegen die Regenrinne und schlug direkt neben Ben auf den Boden auf, der erschrocken zur Seite sprang. »Bist du bekloppt?« zischte er. »Geh nach Hause«, hörte Noel die Stimme erneut flüstern. Als er den Kopf hob, sah er, wie die Eule ihre riesigen Schwingen ausbreitete und lautlos durch die Dunkelheit davonschwebte. Noel blickte ihr mit einer Mischung aus Erleichterung und Unbehagen nach. »Also gut«, sagte er dann. »Ich komme mit.« Ben kletterte voran und Noel folgte ihm. Als er im Flur von dem Lehrerzimmer vom Fensterbrett sprang, sah er Lennart. Er lehnte mit verschränkten Armen an der Wand und lächelte. Noel reagierte sofort. Er drehte sich um und wollte zurück nach draußen, aber bevor er fliehen konnte, hatten Ben und Lennart ihn gepackt. Jetzt zerrten sie den Flur entlang. »Seid ihr bescheuert? Was soll das?« Noel versuchte, sich um sich zu treten, aber er hatte keine Chance. Sie waren zu zweit und er war allein. Ben riss die Tür zum Chemielabor auf, Lennart stieß Noel hinein und dann knallten sie die Tür zu und schlossen ab. »Schönen Gruß an Sandrine«, hörte Noel Ben noch rufen. Dann entfernten sich ihre Schritte. »Komm zurück, verdammt!« Noel trommelte mit den Fäusten gegen die Tür. Dabei wusste er ganz genau, dass es sinnlos war. Die beiden würden nicht mehr umkehren. Gut. Dabei bleibt es jetzt. Ihr merkt also, Ben hat ein ganz schön falsches Spiel mit Noel getrieben. Und es ist unschwer zu erraten, dass sich aus dieser Situation nichts Gutes für Noel ergibt. Was dann genau passiert, müsst ihr selber herausfinden. Aber es führt dazu, dass er seinen nächsten Verweis, also im Prinzip seinen Schulverweis bekommen soll. Und er weiß sich halt nicht mehr zu helfen, seine Tante glaubt ihm auch nicht und er will auch niemanden verpetzen und so weiter und so fort. Und es ist dann wirklich sehr, sehr verzwickt für ihn. Dementsprechend macht er sich auch gar keine Hoffnung mehr, bis er dann durch Zufall wieder auf Tiere trifft, die mit ihm reden. Und das ist ganz komisch, das findet er halt sehr seltsam, er kann sich das Ganze auch nicht erklären. Ja, das Ende vom Lied ist dann, dass er eben von mehreren Tieren auf die Insel der, hier ist es ja, ich weiß, wie heißt die Insel? Also, sie wird von vielen die Insel der bösen Tiere genannt.
Die Geheiminseln heißen sie, glaube ich, einfach von den. So werden sie von den Tieren und Menschen genannt, die eben auf dieser, auf diesen Inseln wohnen. Und das ist eben ein Dezernat. Und ja, die Tiere können dort eben durch über Gedankenübertragung mit den Menschen kommunizieren. Und Noel soll dort eben auch aufgenommen werden. Und das ist halt natürlich nicht ganz so leicht. Und um dort aufgenommen zu werden, muss er eben eine Prüfung bestehen. Und darauf bereitet er sich eben so ein bisschen vor. Das wirklich Interessante an dem Buch ist eben auch, dass man, dass eben alles ein bisschen umgedreht ist. Die Tiere, die normalerweise als böse gelten, wie Haie, Leoparden, Tiger, Raubtiere halt im Endeffekt, die sind eben dort, werden dort als gut dargestellt und Tiere wie zum Beispiel Delfine, ja gut, eine Möwe ist jetzt eigentlich auch ein Raubtier, ne? Aber zum Beispiel auch gerade Delfine, ja. Die werden dort eben als böse Tiere dargestellt, die eben dem Noel ans Leder wollen. Ja, ich selber stehe halt auch nicht auf den Namen Noel, aber das liegt auch so ein bisschen an meiner Vergangenheit. Das ist für mich nicht der optimale Name, aber gut. Das Buch ist trotzdem ganz gut für Erwachsene, für mich selber jetzt so. Ja, ist in Ordnung, kann man lesen. Ich möchte jetzt aber auch wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, der zweite Teil wird irgendwann auch demnächst erscheinen, damit ich den auch lesen kann. Werde ich auch. Ich werde mir den auf jeden Fall holen. Und ich denke, für Kinder und für Teenager ist es ein sehr spannendes Buch sogar, dass man, ja, dass die sehr gut lesen können, dass man ihnen auch sehr gut schenken kann. Und ja, dass sie eben für das Lesen eventuell wieder begeistern könnte. Ist ja einfach viel zu wenig, ne, wie das die, was die Leute momentan lesen. Ich denke, es würde vieles besser machen, wenn die Leute mehr lesen würden. Meine Meinung. Und so abwegig ist die gar nicht, wenn man sich mal so ein bisschen über das Lesen informiert. Gut, ich gebe dem Buch auf jeden Fall ganz solide 8 von 10 Kaffeetassen. Beinahe 9. Es ist auf jeden Fall lesenswert, definitiv. Deswegen kann man sich das gut kaufen und mal oder auch verschenken und mal durchlesen. Man kann es natürlich auch kaufen, verschenken und sich dann ausleihen, um es zu lesen. Das machen dann viele ganz, ganz klug. Kaufen ein Buch, das sie selber interessiert, verschenken es und leihen es sich dann irgendwann aus, weil sie es unbedingt selber auch lesen möchten. Ja, ihr seht auch, ich habe mir heute mal nichts in die Haare gemacht. Ich drehte mal ganz nackt vor euch quasi, ganz nackt und verletzlich. Und ja, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Buch. Ich zeige es euch nochmal ganz genau, damit ihr nochmal seht, wie es aussieht, ne? Jetzt habt ihr das gesehen. Ja, und ich hoffe, der nächste Teil kommt. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Wünsche euch alles Gute bis dahin. Macht's mal gut. Ciao.